Der wahrscheinlich beliebteste Laser-TV in den USA ist der 4Movie Theater und den gibt's jetzt endlich auch bei uns. Wie gut er wirklich ist, wie er sich im Vergleich schlägt zu Hisense, LG und Wawa und für wen das vielleicht genau das richtige Gerät ist, verrate ich euch heute im Video. Willkommen bei Heimkinoraum. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Tja, der 4Movie, den haben wir schon seit einiger Zeit auf unserem Radar in den USA. Da hat er wirklich einen Award nach dem anderen abgeräumt. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir euch den jetzt endlich anbieten können. Den könnt ihr also ganz offiziell mit deutscher Garantie und allem drum und dran bei uns kaufen. Tja, und das ist natürlich ein ganz besonderes Gerät, denn der hat zum einen ein überragendes Bild. 2800 Ansilumen, viel Helligkeit, um auch tagsüber was zu schauen. RGB Plus Laser TV, das heißt, wir haben hier ein paar Besonderheiten, was die Farbgebung betrifft und auch was die Schärfe betrifft. Da kommen wir später im Bildcheck noch dazu. Wir haben aber auch den passenden Sound mit an Bord. Eine Bowers & Wilkins Soundbar, die hier direkt schon mit integriert ist. Und auch zu guter Letzt ein echtes, smartes Betriebssystem mit Google Android 11, das fast perfekt funktioniert. Warum fast, werdet ihr auch gleich erfahren. Hat vielleicht schon der eine oder andere so ein Gerät bei sich zu Hause stehen und möchte über seine Erfahrungen berichten? Schreibt das bitte unten in die Kommentare. Das interessiert uns natürlich brennend. So können wir auch ein bisschen Einfluss nehmen und die Produkte vielleicht sogar noch verbessern. Und es hilft auch der Community, allen, die sich hier dieses Video anschauen. Der 4Movie Theater kommt in einem äußerst eleganten, geradlinigen Gehäuse, das hier ja so matt anthrazit-metallig lackiert ist. Wirkt also super edel, super hochwertig in der Anmutung. Schwarze Front, Stoffabdeckung, die die Soundbar eben von Bowers & Wilkins beherbergt und an der Rückseite befinden sich die Anschlüsse. Drei HDMI-Eingänge, allesamt HDMI 2.1 kompatibel. Einer davon unterstützt auch den EARC, Enhanced Audio Return Channel, um auch eben Sound bis zu Dolby Atmos Qualität zurück zur großen Soundanlage transportieren zu können. Dann gibt es zwei USB-Anschlüsse. Es gibt einen analogen Audioausgang und das ist eine klasse Sache, denn so kann man auch einen klassischen Stereo-Verstärker hier noch mit anschließen. Einen optischen Tonausgang, LAN-Anschluss und WLAN ist hier selbstredend mit an Bord. Super einfach gestaltet sich die Installation. Der Laser-TV wird einfach auf euer Sideboard gestellt und mit einem Abstand von ca. 25 cm zur Wand erzeugt er ein 100 Zoll in der Diagonale großes Bild. Optimalerweise nutzt man so einen Laser-TV mit einer richtig guten Hochkontrastleinwand, also mit einem speziellen Screen und eine Auswahl an passenden Screens, die findet ihr natürlich bei uns auf unserer Seite. Verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Ganz toll gelöst ist hier auch die Trapezkorrektur. Ich habe tatsächlich noch nie einen Laser-TV so schnell und akkurat auf die Leinwand einstellen können wie diesen hier. Man fängt mit den Ecken an, macht dann die Kanten und in 0, nix hat man das Bild wirklich sauber auf seiner Leinwand ausjustiert. Danach kommt die Schärfeeinstellung. Auch das geschieht elektrisch und so könnt ihr den optimalen Schärfepunkt für eure Leinwandgröße wählen. Und das ist ein Riesenvorteil. Ihr seid mit dem Gerät nicht gebunden an eine spezielle Größe, wie zum Beispiel 100 oder 120 Zoll. Ihr könnt hier von 80 bis 150 Zoll frei variieren in eurer Leinwandgröße. Wenn ihr genau wissen wollt, wie ihr das Gerät dann aufstellen müsst, also wie viel Stellfläche ihr auf eurem Sideboard braucht, wie weit er von der Wand weg sein muss, wie hoch auch die Leinwand dann entsprechend montiert ist, das findet ihr wie immer bei uns in der Rubrik Bildbreitenrechner auf der Produktseite. Verlinken wir euch natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung. Das Gerät startet dann mit einer wunderbaren Google Android 11 TV Oberfläche. Und das ist ein tolles Betriebssystem. Android TV, das läuft flüssig. Hier sind alle Apps drauf, die man so braucht. Hier findet man sich gut zurecht. Das ist alles also sauber strukturiert. Ihr habt Zugriff auf den Google App Store. Und da findet ihr natürlich jede Menge weitere Apps, die ihr hier draufladen könnt. Also es lässt kaum Wünsche offen zum Thema Sport, Nachrichten, Fernsehen, Filme schauen, was immer das Herz begehrt. Bis auf
Netflix. Leider ist kein Netflix mit an Bord. Das ist also wirklich schade und wäre hier noch das Tüpfelchen auf dem i. Wer Netflix unbedingt braucht, muss das entsprechend über externe Lösungen machen. Was mir sehr gut gefällt, ist auch der Google Sprachassistent. Ihr könnt hier also eben mal über die Fernbedienung die Wettervorhersage abrufen oder auf YouTube auch die Suchfunktion nicht nervig durch Klicken der Fernbedienung machen, sondern einfach einsprechen. Das Wichtigste ist natürlich die Bildqualität. Und in den Werkseinstellungen macht der 4Movi auf den ersten Blick einen ganz guten Eindruck. Also punchy Farben, ein richtig schönes, helles, knackiges Bild. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man, da ist doch noch einiges rauszuholen. Zum einen sind die Farben typisch für einen RGB-Laser schon etwas übertrieben. Es wird also alles ein bisschen bunt, ein bisschen vivid dargestellt und auch wird alles auf Helligkeit getrimmt. Also man könnte fast meinen, man will so tun, als wäre der Laser-TV noch ein bisschen heller. Das geht aber zu Lasten der Feinzeichnung, gerade in hellen Bereichen, also wird der Kontrast hier richtig hochgezogen. Das heißt, ihr verliert Details. Das kann auf Steinstrukturen sein, dass die Struktur einfach drunter leidet, alles ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Das kann in Wolken sein, wo alle Schattierungen und Details verloren gehen und ihr nur noch eine weiße Oberfläche habt. Oder auch bei Kleidung, zum Beispiel helle Kleidung, die dann einfach keine Falten mehr sichtbar macht. Oder auch sogar der Glanz in den Gesichtern, wo dann der Glanz einfach noch mal ein bisschen größer wird. Ihr kennt das vielleicht von zu Hause. Also solche Dinge sind das, da kann man noch Hand anlegen. Und ich kann euch sagen, das haben wir natürlich getan. Wir haben das Ganze also vermessen und geschaut, was sind die optimalen Einstellungen dafür. Die kriegt ihr auch als Heimkinoraumkunden, wenn ihr so ein Gerät bei uns kauft, kostenlos mit an die Hand. Und ich verspreche euch, dann haut es euch um, weil so ein natürliches, authentisches, kontrastreiches Bild haben wir, was die Farben betrifft, den Kontrast betrifft, dieses natürliche Bild, ist das ein absolutes Spitzengerät. Die ALPD4-Technologie oder RGB-Plus-Laser-Technologie, wie 4Movi sie nennt, das ist was mich wirklich begeistert, denn hier hat man nicht drei, sondern vier Farbkanäle, rot, grün, blau und einen gelben, der eben für die Natürlichkeit des Bildes sorgt. Das ist eine Besonderheit und gleichzeitig werden zwei Probleme, die solche RGB-Laser-TVs mit sich bringen, in der Regel, eliminiert. Zum einen ist das die chromatische Aberration, das heißt, wenn ihr so eine feine weiße Linie oder eine Schrift zum Beispiel habt auf eurer Leinwand, dann reißt die bei einem RGB-Lasergerät typischerweise aus. Das heißt, ihr habt so einen roten Farbsaum oder einen grünen, blauen Farbsaum. Es wird nicht mehr scharf und das sieht dann manchmal unschön aus. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und dann gibt es noch den sogenannten Laserspeckle, also rote Bildinhalte, die empfinden manche Menschen als glitzernd. Hat auch mit der Lasertechnologie zu tun und auch das ist hier nicht der Fall. Also das ist hier eine richtig stimmige Sache. Die 2800 Ansilumen reichen völlig aus, um auch tagsüber was sehen zu können. Auf unserer 100 Zoll Leinwand im Heimkinoraum in München sieht das Bild richtig brillant aus. Trotz Vorhang offen, Fenster direkt im Rücken, Lichter sind an. Da kann man also richtig Spaß auch tagsüber haben. Aber ihr kennt das, der maximale Spaß, der beginnt erst, wenn wir es dann dunkel haben. Egal, ob das ein Fernseher, ein Laser-TV oder ein Projektor ist, ab Abend ist der Spaß am größten. Wir machen also mal den Vorhang zu, das Licht aus. Und dann bekommt man hier ein faszinierendes Bild. Zum einen extrem gute Schwarzwerte. Das Ganze eben kombiniert auch mit der tollen Helligkeit. Haben wir einen Kontrast, der einmalig gut aussieht. Also Bilddynamik, Bildtiefe, das wirkt so realistisch und echt. Und das Ganze dann eben noch mit den Farben, die wir ja gerade schon erwähnt hatten. Also es wirkt so wunderbar authentisch, natürlich, aber trotzdem spektakulär. Es ist scharf und diese ganzen negativen Effekte, die treten hier nicht auf. Wir haben noch eine gute Zwischenbildberechnung, die für die Bildschärfe sorgt. Es ist also, kann ich euch sagen, eine wahre Freude, mit so einem 4Movi sich einen Film oder eine Serie auf einer 100 Zoll großen Leinwand zu Hause im Wohnzimmer anzuschauen. Aber es geht natürlich noch viel mehr. Ihr könnt damit ja auch durch die hohe Helligkeit auch tagsüber eine Doku oder Sport anschauen. Und auch für die Gamer
hat man hier gesorgt. HDMI 2.1 hatte ich schon erwähnt. Das Ganze mit ALLM und einem Input-Lag, also einer kurzen Reaktionszeit für die Gamer von 34 Millisekunden, die wir gemessen haben. Uns interessiert aber natürlich auch die Klangqualität. Bowers & Wilkins Soundbar hier direkt mit integriert und ja, es ist eine Bowers & Wilkins Soundbar, die kann man auch hören. Die ist knackig, die hat eine gute Dialogwiedergabe und besonders in den hohen Tönen ist sie sehr fein differenziert, sie löst schön auf. Das kommt den Dialogen besonders zugute. Man hat noch verschiedene Einstellmöglichkeiten, das nach seinem Gusto einzustellen und ja, sie hat auch schon eine gewisse Räumlichkeit. Dolby Atmos kann das ganze System ja auch, aber erwartet nicht zu viel. Also die große Räumlichkeit, die wird man hier nicht hören und auch der Bass, der ist natürlich limitiert. Also sie ist knackig, ja, aber sie kommt nicht so weit runter. Das heißt, kein gutes Bassfundament. Das kann schon einigen Leuten absolut ausreichen, vor allen Dingen denjenigen, die sagen, ich möchte einfach einen guten Fernsehton haben, ich möchte verstehen, was da gesprochen wird, dann klappt das. Aber wenn ihr wirklich ein Heimkinosystem haben wollt, ihr wollt also in den Film eintauchen, Effekte auch von hinten haben, vielleicht sogar Dolby Atmos haben, ihr wollt Stadionatmosphäre, egal ob für Konzerte oder fürs Fußballspiel, ihr wollt beim Gamen auch ins Spiel eintauchen und auch um euch rum hören, was da passiert, ja, dann braucht ihr unbedingt natürlich ein anständiges Heimkinosystem. Das kann eine Sony HTH9 sein mit Wireless-Lautsprechern, die ihr aufstellen könnt oder eben noch besser eine größere Soundbar beziehungsweise ein ordentliches System bestehend aus AV-Receiver und Lautsprechern. Aber das kann man ja bei diesem Gerät hier wunderbar alles anschließen. Wie ist der VMovie jetzt aber im Vergleich zu seinen Wettbewerbern? Das verrate ich euch gleich, aber an der Stelle lade ich euch herzlich ein. Wenn ihr den mal live sehen wollt, besucht uns im Heimkinoraum in eurer Nähe. In der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link, da könnt ihr direkt einen Termin vereinbaren und dann nehmen wir uns gern die Zeit und finden gemeinsam mit euch für euren Raum und euer Budget die passende Lösung. Nun, der VMovie, der ist eigentlich dem Wawa Chroma am nächsten. Der Wawa Chroma ist auch ein RGB-Lasergerät mit einer ähnlichen Lasertechnologie. Der macht auch einen Wahnsinnskontrast, hat eine tolle Schärfe und auch brillante Farben. Einen Hauch besser sind die Farben hier bei dem VMovie. Das muss man sagen. Es wirkt also hier nochmal ein bisschen natürlicher. Es ist aber kein Weltenunterschied. Wo der große Unterschied ist, das ist das Betriebssystem. Denn mit dem VMovie haben wir hier ein richtiges smartes Betriebssystem von Google. Und das macht natürlich Spaß, gerade wenn man hier Apps nutzen möchte. Das geht beim Wawa eben nicht. Der Hisense PX2 ist vielleicht auch noch jemand, der in diesen Regionen unterwegs ist. Hier muss man ganz klar sagen, der Hisense kann die Schärfe nicht ganz leisten. Er kann den Kontrast nicht ganz leisten. Und er ist auch ein Stückchen weiter weg von der Wand. Vom Betriebssystem gibt es Unterschiede. Hisense hat ihr Vidar-Betriebssystem, was ich persönlich sehr gern mag, weil es auch sehr flüssig ist. Dem fehlt, meine ich, aber Paramount Plus, was wir hier haben, dafür hier kein Netflix, also das gibt sich wahrscheinlich nicht allzu viel. Dann haben wir noch die Benchmark, der Vivo Max. Und ich sage eigentlich immer, wenn du den besten Laser-TV haben willst, kauf dir den Vivo Max. Und auch nach dem Test heute sage ich das immer noch. Das ist und bleibt die Benchmark, weil erstens kürzester Abstand zur Wand, geht also auch mit schwebenden Lowboards. Hellster Laser-TV, 3700 Lumen, ist also nochmal eine ganze Ecke heller als hier. Großer DLP-Chip, wir haben also auch das Maximum an Bildschärfe. Was die Farben betrifft, muss ich sagen, hat der VMovie auch hier leicht die Nase vorn. Also es ist schon wirklich überraschend, wie authentisch und natürlich das Bild hier aussieht. Wenn wir auch nicht ganz die Helligkeit haben und wenn wir auch nicht ganz so nah an der Wand dran sind. Aber der Vivo Max kostet natürlich auch 5.000 € und ist somit mal etwa 1.500 € teurer als der VMovie. Ihr seht, es hat also jeder so seine Berechtigung. Von meiner Seite aus auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Wer sich also für einen Laser-TV interessiert, der richtig gut abschneidet, tagsüber, aber auch besonders am Abend mit einem Höchstmaß an Kontrast, mit super authentischen, natürlichen Farben, mit einer tollen Schärfe, mit allen Anschlussmöglichkeiten, State-of-the-Art-Technik, ja, dem kann ich
den 4Movie wirklich wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, kommt gerne vorbei im Heimkinoraum in eurer Nähe, ruft uns an, unten schreiben wir euch auch nochmal unsere Telefonnummer rein und nutzt auch gerne unseren Online-Shop. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht es gut, ciao, servus und auf Wiedersehen.